Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist ein Satz aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich stehe hier an der Weser in Bremen und ich werde jetzt gleich um 10.05 Uhr im Deutschlandfunk einen Radiogottesdienst feiern. Ich bin gestern Abend hier schon angekommen und es war schon merkwürdig, dass ich den Menschen, den wenigen, die den Gottesdienst mit mir in der Kirche feiern, den Chormitgliedern, nicht die Hand geben konnte. Uns allen geht es in diesen Tagen so. Das, was eigentlich doch das stärkste Zeichen der Liebe ist, der Händedruck, die Umarmung, körperliche Nähe, das ist jetzt eine Zeit lang zum Feind der Liebe geworden. Lasst uns umso mehr miteinander Kontakt aufnehmen, auf andere Art und Weise. Und ich habe es gestern Abend gespürt, es geht. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Lasst uns heute Kraft tanken. Feiern Sie einen unserer Gottesdienste mit, im Radio, im Fernsehen oder per Livestream. Und lassen Sie sich diese Kraft schenken. Herzliche Einladung an Sie alle.